Hallo zurück bei Einfach Wissen. Ein Schock in der Fußballwelt. Der Spielerberater Mino Raiola ist mit 54 Jahren verstorben. Er ist Spielerberater von Größen wie Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba oder dem BVB-Superstar Erling Haaland. Zuletzt hat es immer wieder Gerüchte um den Gesundheitszustand von Mino Raiola gegeben. Raiola musste Anfang Januar bereits in einem Mailänder Krankenhaus in San Raffaele sich einer Notoperation unterziehen. Danach blieb der 54-jährige Italiener weiter unter medizinischer Beobachtung. Die genaue Todesursache ist zurzeit noch nicht bekannt. Mino Raiola war einer der wichtigsten Berater der heutigen Fußballwelt. Seit Ende der 80er Jahre war er dort tätig. Über all die Jahre hat Mino Raiola extrem polarisiert, da er für einen harten Kampf um seine Klienten bekannt war. Das ist ein Schock für die gesamte Fußballwelt und ich glaube, niemand hat mit dieser Nachricht gerechnet. Deswegen wird das natürlich auch bei seinen Schützlingen für einen extremen Schock sorgen. Ja, Mino Raiola ist, wie wir bereits am Anfang gesagt haben, jetzt nur 54 Jahre alt geworden und wir sind alle gespannt darauf, was sich jetzt da noch so entwickeln wird und was da noch so kommen wird, sind aber zutiefst geschockt und zeigen Mitgefühl mit der Familie.